Florian Silbereisen und Jans Mild haben sich in Österreich getroffen, Comeback in Sicht? Club 3, Florian hat Kumpel Jans Mild getroffen. Vielleicht ein Bild mit Symbolcharakter? Ein leckeres Abendessen hatte im Rahmen seines Urlaubs in Österreich Jans Mild. Punkt. Sein Kumpel Florian Silbereisen hat ihn dort besucht, in einem guten österreichischen Restaurant. Sehr viel Freude wird den Fans das Statement machen, das Google wie folgt aus dem Niederländischen ins Deutsche übersetzt. Es ist viel zu lange her, dass wir uns gesehen haben. Bild von schlagerprofis.de. Inhaltsverzeichnis. Plus zuerst bei schlagerprofis.de plus recherchieren statt kopieren plus zuerst bei schlagerprofis.de plus. Club 3, Florian hat Kumpel Jans Mild getroffen. Vielleicht ein Bild mit Symbolcharakter? Ein leckeres Abendessen hatte im Rahmen seines Urlaubs in Österreich Jans Mild. Sein Kumpel Florian Silbereisen hat ihn dort besucht, in einem guten österreichischen Restaurant. Sehr viel Freude wird den Fans das Statement machen, das Google wie folgt aus dem Niederländischen ins Deutsche übersetzt. Es ist viel zu lange her, dass wir uns gesehen haben. In der Tat war Christoph zuletzt hin und wieder zu Gast in einer Show mit Florian Silbereisen. Jans Mild hingegen nicht, wobei der bekanntlich auch längere Zeit krank war und viel mit eigenen Projekten wie der Moderation des ESC zu tun hatte. Gut möglich, dass das vermeintlich zwanglose Urlaubstreffen tiefere Hintergründe haben könnte. Vielleicht wird das sehr beliebte Club 3 Projekt ja wieder angestoßen? Die Fans von Florian, Jan und natürlich Christoph haben erstmals seit längerer Zeit Grund, konkret auf ein Comeback von Club 3 zu hoffen.